Wie viel brauchen wir denn? 9. 9 Fackeln brauchen wir. Das heißt, wir bräuchten eigentlich nur 3 Stöcker. 2 reicht natürlich nicht. Aber gut, wir können uns ja noch welche machen. Zum Glück. So. Wenn ich jetzt richtig liege, dass da 4... Da kommt nur eine raus. Gut, dann können wir wenigstens ressourcensparend arbeiten. Zumindest so, dass wir nicht dennoch welche über haben. Ach, Mist. 7, 8, 9, 7, 8, 9. Gut, dann passt es ja doch. Muss man natürlich auf ein bisschen Redstone. Also zumindest habe ich jetzt gedacht, dass wir eigentlich pro Redstone den 4 bekommen. Aber gut. Wir brauchen einen Redstone Repeater. Also zumindest würde ich das mit Redstone Repeater machen. Aber wie war... Ach, Mann. Wie waren die? Waren die so und dann so? Nee. Ja, wie soll ich das sonst machen? Ich wüsste nicht, wie ich das sonst machen soll. Toll. Ob ich mal ganz schnell nachgucke? So, ich gucke jetzt mal ganz schnell... Nee, doch. Mach mal... Ich probiere jetzt noch mal ein bisschen rum. Oh, nee, es ist nicht richtig. So, bevor ich jetzt hier weitermache, gucke jetzt mal ganz schnell nach. Tut mir jetzt leid, dass ich... Crafting-List... Ich habe ja hier auf meinem Hyper-PC habe ich natürlich eine Crafting-List. Tut mir leid, könnt ihr natürlich jetzt vorspulen, weil sonderlich verpassen tut dann nichts. Farbstoffe. Nee, das will ich nicht. Wo ist hier Repeater? Na, ich bin so schlecht vorbereitet. Ach, so sieht das aus. Was? Ach, toll. Gut, da kann ich jetzt mal ganz kurz ausrechnen, wie viel wir brauchen. Auf jeden Fall... Um genau zu sein, eine Menge. Wenn wir 9 haben, dann brauchen wir sozusagen das Doppelte an Redstone-Fackeln und das Dreifache an reinem Stein und das Einfache Ach, dann geht natürlich mal wieder eine Menge Redstone drauf. Netherwarze. Habe ich mich jetzt gerade gefreut, dass wir da Dings haben, dass wir da Redstone-Fackeln haben, aber dem war leider nicht so. Lekoblee, ich rechne mal kurz aus. Wenn wir da eine Reihe von 9 haben und das Dreifache benötigen, dann brauchen wir 27. Aber wir haben nur 20. Schlecht. Nicht so gut. Ach, hier haben wir. Das heißt, wir brauchen zum Glück nicht so viel. Ach, Kohle brauchen wir. Oh, hier läuft ja auch alles falsch. Moment mal kurz, ich muss mal Order City wieder aufmachen. So. Pardon. Was brauche ich jetzt? Ich bin tierisch durcheinander gerade, so. Weil ich gerade das Gefühl habe, alles falsch gemacht zu haben. Und die Qualität meiner Videos steigt auf ein Minimalum. Es steigt auf das Minimale. Nein, es sinkt auf das Minimale. 1, 2, 3. Also 4, 5, 6, 7. Gut, alles klar. Denn. Na gut, zugucken möchte ich jetzt hier nicht. Nur ungern. Hallo. Und an Redstone-Fackeln brauchen wir das Doppelte, also sozusagen 18. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal, um genau zu sein, das gleiche nochmal machen. Ach, jetzt habe ich 12. Egal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gut, dann hätten wir das auch schon mal. Und Redstone brauchen wir dann nochmal. Also das heißt, na gut, der 64er-Stack bleibt sozusagen unberührt. Zum Glück auch. Und die schöne Musik hat aufgehört. Gut, das heißt, wir brauchen 1 und so. Denn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und dann die Steine. Was mach ich hier? Redstone-Verstärker. So, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und haben sogar doch noch ein bisschen mehr übrig, als wir eigentlich, was ich eigentlich erwartet hätte. So, Pflasterstein nehmen wir einfach mal als tragenden Stoff für das Dingsbums hier. Für Redstone. Och, ich bin tierisch durcheinander. Tut mir echt leid, falls ich jetzt ein bisschen verpeilt wirke. Also sozusagen wie immer. Da kommen wir also nicht rein. Gut, dann muss ich mir hier mal einen Eingang bauen. Hallöchen. So und so habe ich mir das vorgestellt. Ich hoffe, damit seid ihr einverstanden. So. Aber Mist, das wird jetzt nicht reichen.
Ich würde mal wieder an einem scheitern und ich habe keine. Oh nein. Oh, es läuft gerade wieder alles falsch. Kann das sein? Ja? Ihr stimmt mir zu. Ratet mal, was ich gerade vergessen habe. Richtig. Meine Verpeiltheit hat mal wieder die Redstone-Fackeln, die wir sowieso brauchen, noch vergessen. Aber gut, das haben wir jetzt erledigt. Gut, dann baue ich jetzt hier den... Jetzt sieht das doof aus. Oh, jetzt renne ich nochmal ganz schnell rein. So, tut mir leid. Die Vorspulfunktion von YouTube, ich erinnere euch nochmal dran. Die kennt er ja mittlerweile ganz gut wahrscheinlich, wenn er meine Videos guckt. So. Mach mal hier mal einen Rübergreifarm. Ah, oh, die sind oben. Ich krieg einen Raster. Mein Herz. Also ich krieg einen Ausraster, nicht einen Raster. Einen Raster habe ich ja schon. Ein Raster für garantiertes Nicht-Schaffen von Minecraft-Sachen. Und die Musik ist sehr laut. Und stört ja überhaupt nicht. Puh. Und ich glaube, dann mache ich das hier doch lieber aus Holz. Weil Erde ist ja ein sehr seltener Rohstoff, den man dann doch sehr oft braucht. Boah, die Musik, die ist gerade echt krass drauf. So. Dann ist einmal alles oben. Dann muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, gut, das fällt nach. Das ist super. So, dann kommt jetzt... So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen Schalter. Aber dafür brauchen wir Cleanstone. Das werden wir dann, denke ich mal, nachher machen. Wo ist denn hier die Mitte? Wir müssen natürlich alles perfekt in der Mitte machen. Gut, hier habe ich keine Ahnung, wie wir das machen. Hier mache ich jetzt einfach mal so. Ups. Und dann... Ach, Mist. Ah, jetzt kommt der Schalter da unten hin. Das ist ja auch eine tolle Wurst. Und einen Repeater brauchen wir sowieso nochmal, weil das kommt niemals so weit, das Signal. Ach nein, ich habe gerade eine andere Idee. Da mache ich jetzt einfach mal... Wahrscheinlich werden jetzt die einen oder anderen schon wissen, was ich vorhabe. Und zwar werde ich jetzt die alte Art des Repeaters bauen. Ups. Nee, Moment mal. Ach doch, doch, doch. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen. So. Das ist nämlich die alte Art des Repeaters. So hat man damals die Repeater gebaut. Und jetzt sind die um ein deutliches kleiner geworden. Ja. Ich bin ja auch so ein kleiner Minecraft-Informatiker. Da weiß man sowas eben. Aber ich glaube, das sind eigentlich nur die Basics von Minecraft. Sowas müsste eigentlich jeder kennen. So, wo ist denn jetzt das Signal? Ach nee, das ist hier links. Da muss ich nochmal kurz überlegen, wie ich das mache. Mache ich das jetzt so? Ah, das sieht denn auch nicht aus, oder? Kann das sein? Mist, das müsste ich dann auch komplett anders machen. Ach, Mist, jetzt möchte ich aber auch nicht unbedingt... toll. Muss ich den Schalter doch da unten irgendwie hinmachen? Na gut. Müssen wir so hinnehmen. Auf jeden Fall habe ich mir jetzt gedacht, hier vorne so Zaun hinzumachen, damit man dann hier sozusagen gucken kann, wie das da so abfließt. Aber auf jeden Fall, apropos abfließen. Komme ich da drauf? Nein, komme ich nicht. Schummeln wir mal ein bisschen, so. Ist ja nicht schummeln. Hey, das hat niemand gesagt, dass es schummeln ist. Auf jeden Fall muss ich mir jetzt hier nochmal eine ganz schnelle, unendliche Wasserquelle bauen. Ups, das war jetzt ungeplant. So. Machen wir es doch leichter, als wir es eigentlich machen sollten. So. Gleich um eine Ecke. So. So, der Sandmann, laut die Musik, keine Ahnung warum, die erinnert mich so ein bisschen an Sandmann. Gut, da könnten wir gleich mal einen Testlauf machen. Ach, jetzt habe ich keine Schippe. Na gut, dann muss ich das jetzt alles per Hand mal abmachen. Wegmachen. Und dann, was macht man dann? Dann versuche ich mal da unten. Ach nee, Moment, dann mache ich eine Aufnahmepause, wenn ich jetzt hier fertig bin.
Nee, bevor wir jetzt einen Test machen, muss ich vorher erstens sowieso noch einen Schalter bauen. Und dann, was bin ich jetzt irgendwie bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Dann, Zäune. Ach, hier unsere erste Melone. Auf jeden Fall mache ich danach, denn, Zäune und dann mache ich eine Aufnahmepause, Dann mache ich eine Aufnahmepause. Also dann stelle ich mich so hin und mache so ein P. Also sozusagen das ein bisschen, muss man sich so vorstellen wie Yoga. So stelle ich mich denn hin und dann mache ich so mit meinen Armen so ein P. Und das ist denn die Pose für die Aufnahmepause. So, was braucht man jetzt hier? Ich bin tierisch vergesslich gerade. Ich brauche Zäune, aber anscheinend haben wir gar keine. Kann das sein? Stimmt das? Liegen da keine Fehler vor? Wir haben tatsächlich nur diese hier. Aber ich glaube... Ach Mist, ich wollte sowieso vorher noch was machen. Ach nee, doch, wir können doch noch keine Aufnahmepause machen. Zu früh gefreut, auf jeden Fall Grabbel. Damit werde ich denn den restlichen Weg noch machen. Oh, einer bleibt über. Auf jeden Fall wollte ich nämlich noch hinter dem Dings noch einen Weg machen, sozusagen, dass wir einmal rumgehen können. Aber ich glaube, das wird gar nicht mal so möglich sein. Oder warte mal, ich glaube, wir machen das mal ein bisschen anders. Damit wir dann sozusagen von hier dran kommen. Und dann mache ich hier so Kies hin. Aber erstmal mache ich hier die Zäune drum. Ah, ich mache erstmal da unten. Ich weiß jetzt nicht, wie das aussieht. Wahrscheinlich einfach nur Zeppin-Art. Das sieht dann einfach nur zeppenartig aus. Nein, und ich komme natürlich nicht drauf. Dumm und dämlich wie eh und je. So. Aber gut, wir haben ja genug Holz. Das heißt, wir können jetzt eigentlich erstmal genug Zäune machen. Und dann mache ich jetzt die eine Folge einfach noch. So, mittlerweile kann ich die Musik auch auswendig. Hatten wir nicht in der Werkbank zu stehen? So, Leute, traurig wie es ist, ich bin zu faul reinzugehen. Aber gut. Eine Werkbank ist gar nicht verkehrt. Ich glaube, da steht die gar nicht mal so optimal. Aber egal. So, ich glaube, da müssen wir jetzt eine ganze Menge Stöcker kriegen. Aber ich glaube, so viel brauchen wir gar nicht so. Machen wir einfach mal so hier. Ach, Mann. 40, das wird nie im Leben reichen. Ach, dann mache ich jetzt noch ein paar. So. So, jetzt haben wir 48. Ich glaube, das wird in dem Leben reichen. So, die restlichen Stöcker werden wir einfach mal für sonstige Zwecke denn verwenden. Gut, dann brauche ich sowieso noch ein Dings, eine Schaufel. Die kann ich mir gleich bauen aus Stein. Und dann baue ich mal da gleich den Eingang. So wollte ich machen. Rechtsklick, ich vergesse jetzt schon wieder Rechtsklick. Oder ich habe jetzt schon wieder vergessen, dass das mit Rechtsklick war. So müde bin ich. Ich sollte, glaube ich, gar nicht mal so spät aufnehmen. Und dann bauen wir hier so einen schicken Weg hoch. Aus Kies. Ich überlege nur gerade, wie und wann und wo. Auf jeden Fall mit den Brettern. Ich weiß noch nicht, wie ich das dann mache mit der anderen Seite oder ob ich das einfach lasse. Weil ist ja dann, denke ich mal, kein so großer Verlust. So, hier hätte ich mir was anderes eigentlich gedacht. Moment. Da muss ich jetzt mal kurz meine Fantasie noch ein bisschen spielen lassen. Ah, so viel können wir gar nicht rumexperimentieren. Ach, Mist, das sind ja diese Andersfarbien. Ach, Mist, dann müssen wir das... Ach, dann mache ich das einfach mit den Andersfarbien, denn... Tut das jetzt nicht zur Sache, denn... Es hat es halt ein bisschen akzentuiert. Somit auch andersfarbig und so. Ach, Mann. Ich glaube, ich bin ein bisschen phlegmatisch gerade.
Ach nein. Ach doch, den einen Hammer können wir eh nicht brauchen. So, sieht zwar ein bisschen... Scheiße möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ah, ich habe da eine Schaufel. Ah, ich glaube, hier mache ich das dann sozusagen ausgeglichen oder symmetrisch. Ups, was ist das denn? Ach, das ist ja hier zugemacht worden von mir. So, mache ich jetzt einfach mal Ressourcen nicht sparend. Ach Mist, hier muss... Ah, nee, warte mal. Doch, passt doch. Was ich möchte, was ich will. Passt doch. Ich habe zwar keine wirkliche Ahnung, wie ich mir das vorgestellt habe. Ach Mist, hier wird das ja dann auch nichts. Gut, dann mal ganz kurze Planänderung. So.